Hallo zusammen, herzlich willkommen. Ja, auch heute ist es wieder soweit, dass ich euch so ein paar Filmchen zeige, die ich mir angeschafft habe. Einmal am Saturn und auf dem Flohmarkt, den ich heute besucht habe. Ja, tatsächlich. Ich bin jetzt irgendwann die Tage, war ich mal am Saturn. Eigentlich wollte ich nur ein Kabel kaufen, aber ihr wisst, wie das ist. Ja, man muss ja dann einmal mindestens durch die Filmabteilung durchschlendern. Und im Saturn bei uns geht es eigentlich noch. Also es ist jetzt nicht wirklich eine schöne Abteilung. Aber es geht noch auf jeden Fall besser als der Mediamarkt bei uns. Der ist eine absolute Katastrophe. Nichtsdestotrotz habe ich was gefunden, tatsächlich. Und die haben bei uns im Saturn, wie überall, denke ich mal, zwischendurch auch so, ja, so Restposten, wo sie mal so für so ein paar Euro die Dinger raushauen, weil sie da nur noch einen von haben oder zwei oder sowas. Auf jeden Fall habe ich einen entdeckt, eine Blu-ray. Den hatte ich hier noch nicht. Der fehlte mir tatsächlich noch. Habe ich ja gesagt, letztens wollte ich mir noch besorgen. Habe ich jetzt gefunden für 4 Euro den dritten Scream-Teil. Ja, 1, 2 habe ich hier schon stehen. Jetzt fehlt mir, glaube ich, noch 4. 5 müsste ich hier auch stehen haben. Und den ganz neuen habe ich mir auch noch nicht geholt. Da warte ich mal ab. Aber mühsam, in jetzt das Eichhörnchen. Es geht. Ja, läuft, 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 läuft. So, dann bin ich auf dem Flohmarkt gewesen heute. Habe ich erst gedacht, naja, der findet ja gar nichts. Ja, war schlecht. Also wir haben hier einen Wuppertal besucht. Naja, ganz relativ am Anfang war ein Stand, der hatte so ein paar Filmchen, dachte, ja komm, dann nimmst du den mal mit für 2 Euro, denn ich fand den eigentlich ganz witzig, und zwar hier diesen Baymax, der war ganz unterhaltsam, habe ich hier nicht stehen, hatte ich mir damals, glaube ich, irgendwo noch ausgeliehen oder sowas, meine ich, und ja, ne, so computeranimiertes Zeug auf Blu-ray kommt meistens gut. Ja, auch so diese ganzen Pixar-Filmchen und sowas. Das war schon ganz okay. Und dann tatsächlich so bis kurz vor Schluss, weil ich hatte wirklich die ganze Zeit nur diesen einen Film in meinem Täschchen, dachte, ja, okay, das wird heute nichts. Habe ich zum Schluss dann aber doch noch ein bisschen Glück gehabt mit einem Stand, der hatte so diese Monster-Einkaufstaschen da, so Ikea-Größe, hatte der 2, 3 Stück da stehen. Oh, ich denke, alles klar, direkt reingesprungen, durchgekrost. Habe dann einen Film gefunden, den kenne ich auch schon. Fehlt mir aber hier noch auf Blu-ray, und zwar mit... ja, Tommy Boy, Tom Cruise, und zwar den Film Barry Seal, Only in America heißt das Ding, beruht auf einer wahren Geschichte, glaube ich, von so einem, sagen wir mal, von der CIA angeheuerten Drogenschmuggler in den 70ern, der dann da irgendwie was mit Pablo Escobar zusammen und so weiter, sehr verrückte Geschichte, ja, beruht auf einer wahren Begebenheit, soweit ich das nachvollziehen konnte. Und das hat es wohl wirklich gegeben. Eine ganz abstruse Geschichte, ne? Ja, aber ich fand den Film unterhaltsam. Der geht, glaube ich, auch irgendwie so knapp 2 Stunden oder sowas. Ich mag das. Das ist jetzt kein Actionfilm oder sowas. Aber der war gut. Und den hatte ich hier eben noch gar nicht. Von daher, Tom Cruise, ja, da hätte ich noch ein bisschen Platz in der Ecke. Da fehlen mir tatsächlich noch ein paar Filme. Der kommt dann jetzt mit dabei. Als nächstes habe ich hier Asia-Filmchen. Ich gucke gerade bei diesen Asia-Filmchen, wenn wir die gesehen haben, oder vor dem Filmstart, dann gucke ich mir schon mal gerne die Trailer an, die da drauf sind, weil das meistens eben dann auch so Asia-Zeug ist. Lass mich da auch gerne schon mal inspirieren. Und den einen oder anderen Film merke ich mir dann auch mal. Eben auch wie bei diesem nächsten Film. Klar, der ist von Jackie Chan, das heißt, der wäre sowieso irgendwann mal hier aufgetaucht, vermutlich. Aber ich weiß, ich habe den Trailer da gesehen und dachte, oh, guck mal, nett, kennst du nicht. Police Story, Back for Law. Der Trailer sah schon sehr, sehr gut aus, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist FSK 16, glaube ich. Ja, genau, richtig, Wendekarweiser sei Dank. Ich muss wieder reingucken. Auf jeden Fall sah der sehr interessant aus und Jackie Chan kann man fast immer gucken, finde ich. Ja, es gibt so ein paar Ausnahmen, wo man sagt, nee, das war jetzt Griff ins Klo. Ja, gibt so ein, zwei, die... Naja, aber der, denke ich mal, ist ganz gut. Ja, bin ich mal gespannt. So, das heißt hier, ein paar Blu-rays gefunden, auch ein paar DVDs gefunden. Tatsächlich auch einen Film, den ich, oh Wunder, noch gar nicht kenne. Habe ich auch noch nie was von gehört. Ihr kennt das Sprüchlein. Und zwar von Kultregisseur Sam Raimi. Da bin ich eigentlich drauf angesprungen, wo ich das gesehen habe. Dachte, ach, guck mal, nimm es auf jeden Fall mal mit, weil kennst du gar nicht. Und nach einem Drehbuch der Coen-Brüder. Der Film ist aus 84 oder 85, meine ich, nennt sich Crime Wave, die Killer-Akademie. Ist wohl so eine Action-Komödie irgendwie so. Unter anderem auch Bruce Campbell spielt klar auch wieder mit. Scheint irgendwas so ein bisschen Abgedrehtes zu sein.
Mal gucken. Also ich kann mir trotz allem, auch wenn der aus Mitte der 80er ist oder so, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man sich den noch antun kann. Ich habe mir den Trailer daraufhin angeguckt. Ja, ziemlich over the top, glaube ich, ne? Slapstick und so Zeug mit drin. Aber ich habe davon noch nie was gehört und Sam Raimi ist ja nicht verkehrt und so Flohmarktpreise, da versuche ich so Zeug immer mal gerne aus. Ja? So, dann habe ich hier was, so richtig habe ich eigentlich gedacht, brauchst du die Filme nicht. Ich will aber dann doch mal noch irgendwie gucken und zwar Starship Troopers. Den ersten habe ich hier, klar, logischerweise. Den zweiten werde ich mir jetzt irgendwann noch mal irgendwo besorgen und habe da jetzt den dritten eben gefunden. Starship Troopers 3, Marodeur. Ich glaube, im Gegensatz zum zweiten spielt hier zumindest hier dieser, wie heißt er nochmal, Typ da mit, Kaspar Wendin oder so. Ich gucke nochmal. Ja, also ich habe ihn nicht besonders gut in Erinnerung, muss ich sagen, aber ich gucke ihn nochmal. Und auch wenn ich den zweiten irgendwo nochmal sehe, werde ich den vermutlich auch nochmal mitnehmen. So, das nächste Filmchen habe ich mitgenommen, weil ich habe den Film hier schon. Ich habe ihn hier stehen in der gleichen Version und so weiter. Aber das Ding ist jetzt nicht an jeder Ecke zu finden. Die Blu-ray ist relativ teuer. Und ich dachte mir, kaufst du jetzt die DVD nochmal für einen Schnäppchenpreis. Dann kannst du die bei Gelegenheit mal unter die Leute bringen. Zwar habe ich hier nochmal gekauft, der Name der Rose. Brauche ich nicht viel zu erzählen, glaube ich. Ich habe die DVD jetzt einfach nochmal mitgenommen. Die sieht also super aus. Innen wie außen. Da ist. Moment. Da ist nichts dran. Nein. Nein, nein. Alles in Ordnung. Die habe ich tatsächlich jetzt für irgendjemand mal mitgenommen. Die werde ich mal irgendwie unter die Leute bringen. Bei Zeiten. Ja, also ihr seht, ich habe es schon mal gemacht. Ich habe es erzählt. Wenn ich so Sachen zwischendurch mal finde, kaufe ich die auch für einen kleinen Taler und nehme die mit nach Hause. Selbst wenn ich die schon habe, dann kann man die mal verlosen oder sowas. Ja. Da habe ich dann so meine eigene Ecke, so einen kleinen Stapel, wo ich so Filmchen dann drauflege. Die zeige ich euch auch nicht immer alle. Das kommt dann, wenn es soweit ist. Ja, so, tatsächlich war es das auch schon. Jetzt könnt ihr wieder alle abschalten. ja, trotzdem finde ich es gut. Fünf, sechs Filmchen. Gut, der eine aus dem Saturn zählt jetzt nicht vom Flohmarkt, klar. Aber ich finde gar nicht so schlecht. Ja, gebummelt sind wir beim Flohmarkt, ich glaube eine Stunde, eine gute Stunde oder so. War jetzt nicht so riesengroßes Ding. Auch nicht so wirklich, wirklich ein schicker Flohmarkt, aber war halt hier um die Ecke, dachte ich, ja komm, mach's mal. Ja, alles klar. Dann bin ich tatsächlich heute schon durch und wünsche euch eigentlich nur das Beste. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut zusammen. Bis dann. Ciao. Ja. Der Name der Rose. Wie lautet denn der Name?